Das lübt. Ah, das habe ich natürlich auf die Milch hier. Ich will noch reintun. Ne, erstmal hier reintun. Da ist nämlich gar nichts drin. Aber. Ach, ich habe noch eine goldene. Gut. Gerade die goldene übersehen. Wollte mich holen. So, jetzt aber. Gehen wir mal eben hier hin. Tun unseren lilanen Ertrag verticken. Dann gehen wir zu Robin. Und dann gehe ich, glaube ich, noch ein bisschen Steinschwallen schürfen. Ich brauche, glaube ich, auch echt noch viel mehr Steine. Jetzt überlege ich gerade, nehme ich Kupfer und Silber und so. Und schürfe dann Stein. Weil ich will ja noch die ganzen Mauern haben. Ne? Deswegen brauche ich mehr Steine. Vor allem, wenn ich den Silo in Auftrag gebe. Gebäude errichten. Habe ich wieder 100 Steine weniger. Und ich brauche ja hinterher auch für die ganzen anderen Gebäude, die ich ausbauen will. Noch, ich will noch einen Hühnerstall bauen für die Enten am Wasser. Dann will ich ja hier auch noch eine Scheune hinsetzen. So, eins. Eins, zwei kriege ich hier noch hin. So. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Weil wenn ich jetzt dann richtig viele Tiere habe... Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Gebäudesilo zu arbeiten. Dann brauche ich das Ganze auch unbedingt. Also das wird schon benötigt. Wenn ich dann so viele Tiere habe, zwei komplette Hühnerställe voll... Dann zwei andere Ställe komplett voll. Ach, geht aus dem Weg. Warum muss ich immer ausweichen? Du, na, hey, Peis. So, da brauchen wir für über den Winter zu kommen einiges an Heu. Und dafür brauchen wir halt auch den Platz in den Silos. Oh, hier haben wir was. Ach, ich habe jetzt doch. Ach, doch, ich habe das Gold dabei. Okay. Du erhältst das goldene Gießkanne. Werkzeug verbessern. Iridium. Ja, wie kriege ich ein Iridium her? Habe ich noch nie gesehen, ist Iridium. Also geht es wahrscheinlich noch tiefer in die Mine dann. Das sind 5 Stück und 25.000. Das ist natürlich heftig. So, Spitzhacke kann ich jetzt nicht abgeben, weil dann habe ich ja nichts mehr. Axt brauche ich nicht dringend. Hake. Danke, ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. So. Was gießt die denn jetzt? Ah, 9 Felder. Cool. Jetzt geht's auch in die Breite. Das ist schön. Gut. Ah, komm, gehen wir zum Strand. Gucken wir, dass wir da ein bisschen was bekommen. Ach, ich habe die Hake ja abgegeben. Wollte ich jetzt gerade die Hake auswählen für die Regenwürmer, die ich da gerade gesehen habe. Geht natürlich nicht. Hätte ich vorher zum Strand gehen müssen. Wie, gibt's hier nichts? Regenwürmer. Bestimmt die Artefakte haben, die mir noch fehlen. Was ist los hier? Ey? Gibt ja gar nichts. Ah, eine Koralle. Zwei Korallen. Bisschen dürftig die Ausbeute. Der Elliot. Wieder nichts im Mülleimer. Ah, eine Grünalge. Ja, Platz in den Taschen. Ah, so ein bisschen. Gleich nicht mehr. Ich die ganze Zeit hier irgendwelches Zeug einsammeln. Da ist auch nichts. Was das hier ist, weiß ich auch immer noch nicht. Also ich glaube, so 20.000, 25.000 Gold für die ganze Saat ist schon nicht verkehrt, oder? Also das wird
ordentlich ins Geld gehen, weil ich eine große Fläche bestellen will. Also da werden wir schon einiges brauchen, weil ich ja das teure Zeug direkt am Anfang bam voll reinhauen. So, wir gehen auf 30, komm, wir gehen auf 30. Wir wollen ja Steine und ein bisschen Kupfer. Zack. Wo ist das hier eigentlich so düster? Ich hab doch eigentlich meinen Leuchtring an, ne? Also eigentlich nicht gedacht, dass der mir jetzt ein bisschen mehr Licht hier gibt. Also irgendwie finde ich das gerade ziemlich düster. Okay, da geht's runter. Quatsch. Kupfer. Und Steine, Steine, Steine. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt ist, wir skillen ein bisschen den Kampf. Und machen ja die Viecher, die ja auch zählen für die Kampfgilde. Hier so entdecken. Haut das ganz gut hin. So. Steine, Steine. Gehen wir da richtig gut, also. Das ist schon mal gut. Also ich bin da gerade ein bisschen überrascht. Ich rase hier so durch. Aber klar, wir haben nun eine gute Axt. Spieke meine ich. Keine Gegner. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne schon. Jetzt hätte ich gerne mal richtig viele Gegner, so ein bisschen. Fledermaus irgendwann. Weiß noch nicht wo. So, Kupfererz. Neuer Stein. Mehr Kupfer. Hä? Warum wird er den Scheiß? Ich habe jetzt 10-mal gefühlt auf diese. Was ist die denn? Auf das Schwert geklickt und der hat es einfach nicht ausgewählt. Muss irgendwo noch eine Fledermaus sein. Da ist sie. Komm her. Können wir mal eine Leiter geben? Dann muss ich echt darüber laufen. Och Leute. Was soll der denn? Ja, wie wenig Schaden die mir machen. Ich habe gerade mal 10 Schaden. Schon irgendwie ulkig. So, oh, da haben wir noch einen Erdkristall. Die sollen wir ja auch auf jeden Fall aufheben. Für wissen wir noch nicht. Werden wir noch sehen. Komm her, du fliegende Ratte. So, ich höre noch eine Fledermaus. Zack. Ja, toll. Ey, was ist denn eigentlich hier mit dem Auswählen für ein Problem? Immer wenn ich es brauche, macht der es einfach nicht. Ups. So. 18 Uhr. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die Viecher, die sieht man so schlecht. Aber wenigstens machen die mir nicht wirklich viel Schaden. Dass ich da keine großen Probleme mit kriege. So, Energie ist gleich leer. Ah, 15 haben wir noch. Zehn. Das heißt immer ein Schlag. Ein Energie, ja. Gut. Haben wir noch ein paar Steine. Komm, das Kupfer, da kriegen wir noch. So. Mine verlassen. Bis auf den letzten Punkt geschafft. Aber jetzt soll ich bloß nicht irgendwas anderes haben. Als Schwert, sonst hacke ich da und dann falle ich um. Das wäre ärgerlich.
Wofür brauche ich denn eigentlich alles so Kupfer? Maschinen. Saaterzeugung brauche ich Gold. Das brauche ich Kiefern. Teer. Steinkohle. Hier brauche ich Kupferbarren für. Da brauche ich auf jeden Fall noch welche. Da nicht. Da brauche ich Kupfer, Eisen und Eichenharz. Da nicht. Nee, das brauche ich eh nicht. Ja. Feuerquarz, Batterie. Knoblauchöl, Knoblauch und Öl. Lebenselixier. Stellt Gesundheit vollständig wieder her. Kriegerring. Der Flut den Träger gelingt mich Kriegerenergie, nachdem ein Monster erledigt wurde. Ja, schon okay, ne? Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Käse gemacht bekommen. Und Mayonnaise natürlich. So. Dann einmal hier rein. Immer die zwei. Da. Nein. Mann. Zwei Eier. Eins, zwei. Das andere Ei haben wir hier. Bienenstöcke will ich dann hinterher auf jeden Fall auch noch welche von machen. So, dann können wir verkaufen. Das, das, das. Ne, die will ich nicht verkaufen. Das. Grünalge kommt hier rein. Sind davon nix. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Das kommt da nicht rein, das aber. So, dann können wir erstmal das alles wegtun. Das, 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 das. Und die habe ich jetzt ich in die reingetan gehabt hier, ne? Ja. Da haben wir es drin. So. Ah, genau, ich wollte auch die Brombeeren immer dabei haben. Soll ich auch zum Essen nehmen? Aber ich will sie auch zum Verschenken eher nehmen. Bringen ja echt nicht viel, ne? Kann ich mich dann lieber bei den Leuten mit beliebt machen. So, dann ab ins Bett. Was haben wir denn? Minenarbeit, Spitzhackeneffektivität, neues Taschenrezept, Umwandlung. Ha, wir können auch das Gold herstellen. So, ein bisschen Knete haben wir gemacht. Tag 21. Bald hat Lea Geburtstag. Von daher sollten wir vielleicht sowieso ihr ein Geschenk frei halten. Nicht, dass wir zum Geburtstag nichts verschenken können. Das wäre blöd. Wetterbericht. Willkommen bei Kasse 5. Packt euch ein Schneiderschnein. Königin der Soßen. Grüße, ich bin's, die Königin der Soßen. Ich stelle euch ein köstliches Rezept aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Kürbiskuchen. In meinem Haus ist es Tradition, während des Festmahls zum Winterstern einen Kürbiskuchen zu essen. Die Jahreszeit ist ohne diesen wundervollen Geschmack, der nur mit dem feinsten frisch geernteten Kürbis erreicht werden kann, einfach nicht komplett. Ein wenig Muskat, Zimt, Schnelken wird dich umhauen und in ein Land voll Gold und Purpur entführen. Aber der Kürbis ist doch nicht mehr frisch, er ist schon 1 Monat alt. Du hast gelernt, wie man Kürbiskuchen macht. Oh, ja, Post. Fredo, wie geht's dir? Ich hoffe, der Winter war nicht zu hart für dich. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich um ein wenig Hartholz zu bitten. Ich brauche etwa 10 Stück, wenn du so viel hast. Wenn nicht, auch kein Problem, pass auf dich auf, Robin. Ja, soll zu kriegen. Wollen uns hier gut stellen mit dir. So. Das eine Küken ist immer noch klein.
Aber mein Kanickel hat ja auch ein bisschen gedauert. Viel Fraß. Nichts geleistet, aber schon alles fressen wollen. So. Immer noch gespannt, ob das für ein Dinosaurier wird. Da rein. So, jetzt holen wir wieder die Eier hier hin. Diesmal haben wir kein Lilanes. Flitzen wir wieder rüber. Käse. Käse. Guckt euch das an. Der die steht meilenweit weg. Aber da geht's dann auf einmal. So, komm her. So. Kühe alle glücklich. Ne? 1, 2, 3. Hat er doch wohl gesagt. Irgendwie fehlt mir da Milch. Okay. Dann tun wir die und die einmal weg. Die und die schmeißen wir rein. Eigentlich müsste Robin ja hier sein. Müssten wir ihr das auch geben können. Hartholz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass der so viel schneller auf den Steinen ist. Müsste man tatsächlich messen. Oh, du hast es mitgebracht. Ich wusste, dass ich mich immer auf dich verlassen kann, Freo. Hm, dieses Holz ist perfekt. Es ist genau, was ich brauche. Danke. So. Passt also alles. Hier wieder unseren Wald, wieder kompletten Wald. Aber großen Bäumen war es das. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit dem dann. So viel Regen wir und ich habe halt einfach kein Dings mehr. Hacken wir einfach hier mal ein bisschen mit rum. Zack, 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 zack. Alles hier. Weg. Ich will jetzt so ein bisschen nach links rüber gehen. Nehmen wir natürlich noch ein bisschen was anderes mit. Kann ich den hacken? Der kann ich nicht. Soll ich irgendwas kaufen? Irgendwas soll ich hier kaufen? Kürbis, Ahornriegel? Nee. Kugelfisch? Nee. Aber warum kostet der eine so viel und der andere so viel? Schatzjäger, Fisch entkommen, nicht während Schätze eingesammelt werden, erhöht euch die Chance. Nein. Herbstsaat? Nein. Blauer Sessel? Nein. Irgendwas soll ich aber wieder kaufen, das aber hatte ich jetzt irgendwie nichts davon gelesen, was da mal nicht gemeint war. Oh. Hauen wir hier alle Bäume weg. Gut, haben wir sie. Krebsdubes. Gucken wir mal noch, dass wir hier ein bisschen was von dem Hartholz erreichen, bekommen. 2 Stück. Ist halt immer ein bisschen mau hier. Hä? Hey, hier ist ja auch noch was. Ah. Nee. Nein, sollte man jetzt nicht gießen, ey. So, da 2. Geht's hier wieder raus? Tatsächlich. Nee. Nö. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Nee. Nee, hacken kann ich auch nicht. Hehe. Aber hier. So. Wo ist denn jetzt der? Ah, da ist er. Zack, haben wir ihn.